klar. Guten Morgen. Aktuelle Lage, weil der Herr Asen ja in einem B&B ist und das Zeug erst mit Druck gekriegt. Was hat er euch geschrieben, der Herr? Schlafsack ist viel zu nass. Ich schreibe euch, wenn ich am Berg oben bin. Ihr könnt mir dann den Live-Standard schicken. Ja, das ist der Plan. Er kommt jetzt mit der Bahn nach. Ja, schauen wir mal, wann das dann ist. So, nach Frühstück, quasi Steckung, ja, Kitzbühler Art, im Regen, Müsli und so weiter, geht es jetzt den Hahnenkamm auf. Und nicht nur irgendein Wiegerl, sondern die Skipisten, ja, die Super-G-Strecke, wem das was sagt. Und ja, jetzt sind es noch mal ein paar Hirte Höhenmeter und dann haben wir eigentlich den ersten Berg für den Tag heute gut. Dann wird es eigentlich nur noch die ganze Zeit am Kamm entlang gehen. Hahnenkamm. Welches Wortspiel. Und dann schauen wir, dass wir die erste Nacht heute also richtig in der Höhe verbringen. Wo wir dann genau rauskommen, ist jetzt noch nicht gewiss, aber es sind dann mit Sicherheit mindestens 1600 Höhenmeter und so zwischen 1600 und 1200 Höhenmeter werden wir uns jetzt dann auch den nächsten Tag bewegen. Schließlich heißt das Ganze hier auch Alpenüberquerung, ja, und nicht gemütlicher Spaziergang im Garten. Also schauen wir, dass wir jetzt mal Hütten erwischen und der ganze Scheiß vom Regen haben wir wieder trocken wird. Hunger. So, der Manta. Jawohl. Kein Spatzli ist sicher, der Andreas. Das ist meins, das ist richtig. Das war seins. Also, das ist deins. Ja. Kein Spatzli. Merci. So, der Manta. Steck bringen wir gleich. Ja. So, einer kriegt jetzt noch einen Kaiserschmarrn mit Heidelbeeren. Ich hoffe, es ist nicht zu wenig. So. Ja, gefreut sich da der Markus? Ja, okay, das ist aber wenn du mit der Portion zerreißt, dann gehst du raus, gell? Weil die Putzerei brauche ich nicht da. Ja. Ich nehme das zerreißen. Also, einen guten. Einen guten. Nein, nein. So. Also, jetzt geht das nicht. Ich setze nie an. Du auch. Gut. Ja. Schmeckt dir besser, wie gestern in den Sack gehauen? Ja, das Ding. Bei einem Geschenkten brauchst du nicht aufrennen, du Hutling. Danke, gell? Danke. Von der Hahnenkamm-Hütte jetzt noch quasi mit Nitro-Boost in Obstler Form. A la Coyote Ugly da von der Wittenberge von der Lise. Und ja, jetzt schauen wir halt, wie weit das wir heute noch kommen. Wir sind mittlerweile schon auf 1700 Meter. Und das Gute ist, Wetterbericht sagt, dass es ungefähr so bleibt. Also kein Gewitter mehr. Also gut für uns. Und ja, schauen wir mal, ob es heute wieder uns so abregnet. Unser fast verlorenes Schaf. Daddy. Ja. Erste Nacht. Erste Nacht, total gekonnt, profimäßig, total eingeschifft gewesen, nasser Schlafsack. Bis auf die Unterhosen, Trieb. Genau. Nass, das ist immer noch nass. Jetzt verzeih, soll ich es drucken? Nicht ganz, nein. Also, der Schlafsack ist so zwei Drittel wieder trocken und der müsste schon wieder wärmer. Und Daunenjacken ist jetzt auch ziemlich trocken geworden. Und diese Daunenjacken habe ich auch nass gemacht. Ja, genau, weil es sich ausgeht hat. Aber man muss jetzt schon mal festhalten, gell, jetzt Pornobalken. Frankie, bist jetzt eigentlich schon so die Pussy von der Crew, weil du bist der Erste, der wo in einem Hotel geschlafen hat. Das war saugeil, das war saugeil. Ich habe Scheiße ausgehabt, ich habe ein eigenes Klo gehabt und so. Die haben den Wald scheißen müssen oder den Nachbarsgarten, weil sie bei der Polizei von drin waren. Nein, das war der Wald. Oder der Wald war im Nachbarsgarten. Nein, aber auf jeden Fall, wir sind mal wieder komplett. Ja? Und das Ganze ist ja vorhin eh schon wieder am Schnapsal eingeweiht worden. Passt's wieder. Ja? On the road.
Von der Lisi. Lisi. Allmählich lassen wir jetzt mal die ganzen Gondelbahnen, Bergstationen hinter uns und jetzt beginnt mal so richtig der Höhenweg. Also allmählich das Bergfeeling, ja, mal abseits von dem ganzen Mainstream-Scheißdreck. Und ja, 2000 Meter mittlerweile, es fühlt sich schon ein bisschen anders da. Das ist das ganze Feeling einfach schon mal, ja, mehr, sage ich mal, wo das Ganze nach Abenteuer riecht. Ist schon geil. Ich muss jetzt zuerst mein Handy wegstecken. Weil sonst wirkt es ja voll hier unauthentisch, gell? Eigentlich kein Bergfeeling mehr. Haben wir es jetzt bald? Ich halt immer noch drauf, du Lappen. Wahnsinn, ey. Hi Schatzi, mir geht's gut. Hallo Schatzi, mir geht's gut. Ein Affe. Ja. Dance Frankie Dance. Bam. With. Vor allem mit dem Porno-Balkon. Und mit Müsli da. Oh, geil. Bam. Lager läuft bei uns. Ja, doch, das tut man nicht gut. Also such da was da gut. Dampflabern und Bier ist schön. Ja, genau, das kann ich. Jeder ist halt nicht der Erste, wie der Adenauer kann ich. Und wenn man arbeitslose Leute im Winter da baumeln, such ich mir eine Arbeit, da war hinter der Baumann. Das ist der Bergflow. Yo. Genau. Ich sag ja, glaub schon. Mir treibt es ein Schweiß auf die Stirn. Seit der Ausschieß ist die ganze Bahn voll Scheißhaus fliehen. Vom einnamigen Bandit sitzt der einsame Eremit, der sich mit hundertprozentiger Sicherheit jetzt noch gleich übergibt. Genauso wie man geht, von der noch alle Weiche vorgestellt. Der knallt den Checkpot und speibt in sein Chlor, ey. Boah, ey.
back again. Once I built an ivory tower so I could worship from above. Where I climbed down to be set free, she took me in again. There's a big hot sun beating on the big people in the big hot world. When she comes to greet me, she is mercy at my feet. Yeah, when I see her pin her charm, she just throws it back at me. Once I dug an early grave to find a better land, she just smiled and laughed at me and took her blues back again.